Registrieren. Ja, hallo Freunde der Spikotour. Willkommen zurück bei Anno 2070. Ja, das gehört eigentlich nicht zu meinem Auftrag, deshalb schicken wir die mal in den Tod. Obwohl ich sehe, da oben sind doch U-Boote. Wir können dann wenigstens auch mal ein bisschen was erforschen. Auf jeden Fall haben wir auch Drohnen, beziehungsweise die Schiffe hier sind ja besonders stark gegen U-Boote. Wurde mir mal so gesagt. Da, die haben Unterwassertorpedos. Was die nicht haben. Könnt ihr die Torpedos nicht abfangen unter Wasser? Egal, wir brauchen Containerschiff. 1, 2, 3. Damit haben wir unsere Mission dann auch erfüllt. Treibgutkisten. Was ist da drin? Unscheinbares Abgerät. Vertrauen ist... Okay. Moment, da oben ist noch ein U-Boot. Ich frage mich gerade, was er mit den ganzen Schiffen machen will. Wenn die eh keine U-Boote angreifen können. Meine Berechnungen sind präzise. Diese U-Boote sind... Ich sehe gerade, mein Beton ist auch gesunken. Haben wir die für die Containerschiffe gebraucht? Beton? Wäre sehr merkwürdig, oder? Obwohl, es gibt schwimmenden Beton. Da hatte ich mal auch mal in so einer Dokumentation gesehen. Alle Systeme in Schuss, die Mannschaft auf Zack. So muss das. So, forschen wir mal ein bisschen das Gebiet. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere interessante Insel. Da bin ich nämlich noch gar nicht so gekommen. Erweiterte Bauoption. Dann haben wir hier auch jetzt die Möglichkeit, schwere Waffen zu produzieren. Aber nur mit Uran. Neue Inselkoordinaten erfasst. Ah, sehr schön. Hier gibt es nämlich wirklich noch eine unbewohnte Insel. Und hier gibt es sogar noch drei Minenplätze. Registriere neues Fahrzeug. Passt schon. Achtung, Produktionsstillstand. Ach komm, jetzt machen wir ein Sägewerk dicht. Das ist die höchste Stufe. So, Burgerproduktion, die zieht gerade an. Weil da haben wir langsam alle Bedürfnisse auch wieder gestillt. Ich überlege gerade, gibt es keine Schnellspeichertaste? Ich mache mal einen neuen Spielstand. Spiel gespeichert. Ja, hallo Freunde der Spielkultur nochmal. Das Spiel ist natürlich genau, nachdem ich gespeichert habe, abgeschmiert. Und das ist genau die Sache, was ich mal fragen wollte, ob ihr auch das Problem habt. Also ich habe so eine richtige Alt-Tab-Problematik bei dem Game. Sobald ich auf dem Desktop einmal kurz raustappe, schmiert das gesamte Spiel ab. Immer. Also da es gibt keine Entscheidungswahl dazwischen, dass es vielleicht mal abschmiert oder so. Sondern sobald einmal Desktop anzeigen, ist das Spiel im Eimer.
Was haben wir denn da? Da sind Menschen zwischen den Ruinen. Das müssen Überlebende von Fathers Raketenangriff sein. Wir müssen ihnen helfen. Trüffel. Wobei ich aber sagen muss, warum muss ich denen helfen? Leute. Na, ich helfe denen ganz gerne. So, damit alle mal sehen, da ich auch weiß, dass man Wegpunkte setzen kann. Machen wir mal hier so eine Forschung. Die Firma hat oberste Priorität. Moment, jetzt bin ich. Ach, da ist der. Neue Insel geortet. Habe ich gerade verkauft? Oder mache ich hier automatisches Upgraden noch? Weil das dürfte auf keinen Fall sein. So. Stillgelegte Produktionsanlage registriert. Ursprünglicher Zweck: Stahlerzeugung. Übernahme Okay. Das zu erforscht doch mal einfach alles. Das habe ich gerade aus Versehen das Schiff hier mit selektiert. Auch mal wieder. Bist geschäftlich hier, hm? Ja. Genau, deshalb kaufen wir noch mal ein bisschen was ein. Global Trust-Vorgaben zu 100% erfüllt. Versorgungsflotte vollständig. Übergabe der Schiffe kann nun erfolgen. Naja, wir bauen jetzt aber eben mal das Kontor hier. Gute Arbeit, ehrlich. Finden Sie 10 Ingenieure wie? Ich zähle auf dich. Also bau kein... Boomtown? Wie macht uns ihr heller heiß, wenn das hier schief geht? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Unglaublich. Und jetzt habe ich 10 Ingenieure hier. Und dann bricht die zu eurer Arche. Aber sonst nichts zu tun. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft ja. hast? Ja. Ehrlich. Künstliche Atmosphären. Verbessert Wetterkontrollstation in diesem Sektor. Unterhaltskosten und Einflussbereich. Selten. Ha! Wie geil ist das denn? Wenn ich das mal schon vorher gesehen hätte. Erforschen hilft so viel. Und das hat mir noch jemand gesagt im Teamspeak. Der hat gesagt, fahr bloß die Karten immer ab. Da ist so viel Krimskrams. Nein. Okay. Ach so, dies Intel muss in die Arche geladen werden. Alles klar. So, wie übergebe ich das dem? Wahrscheinlich im Diplomatie-Menü, oder? Was kann ich für Sie tun? Kleines Intel, große Wirkung. Wie kann ich helfen? Wollen wir denn die eine Wetterkontrollstation mal eben? Da. Der ist 100%. Zu Ihren Diensten. Ah, schöne Sache einfach. Und auch schön, wir könnten hier nämlich Eisen abbauen, wenn wir es brauchen würden gerade.
Ich weiß noch nicht, ob wir da nachher einen Mangel haben. Kohle sieht erstmal gut aus. Eisen? Nee, das ist das Stahllager. Lager 40 bei Kohle. Eisen? Hallo? Ich find's gerade wieder. Eisenerz. Ist auf Null. Also leben wir von der Hand im... Du musst falschen. Okay, gucken wir mal, was gibt's denn hier? Es gibt hier Basalt, es gibt Kohle, es gibt Eisen, es gibt Kalkstein. Ich würde sagen, wir produzieren das Eisen erstmal runter und schicken das hoch. Da bauen wir am besten noch ein kleines Frachtschiff. Das kostet mich ja nur... Alle Systeme bereit. Okay. Diplomatie. Was führt Sie zu mir? Ah ne, hier. Sieht doch nicht immer so an. Angebot. Was kann Global Trust für Sie tun? Ach so. Umso mehr Einfluss ich auf die habe, umso... Raus damit. Du überrascht mich immer wieder. Mhm. Was willst du? Die Organisation dankt. Lizenzhandel. Was willst du? Okay. Der Vorstand. Interessant, ich wollte es nur mal testen. Ich hatte ja eh gerade viel Geld. Ja, der Gute hier oben, der hat ja jetzt auch nicht so viel Krimskrams. Was wir jetzt aber auf jeden Fall gucken müssen... Ach, nach da oben? Muss ich die bringen? Das wird ja leicht. Ist ein neues Fahrzeug. Weil die Herrschaften da unten ja eigentlich... Wissen wir, das U-Boot, das fährt ja hier Lali-Fali irgendwo rum. So, hier kannst du dich erstmal beladen mit Eisenerz. Dann fährst du nach Aurelia und da lädst du das Eisenerz aus. Weil da haben wir einfach zu wenig dafür. Topaz hat schon. Albatros, die schicken wir gerade weg. Kompass, das ist doch mal ein schöner Schiffsname. Eisen, und das hier ist Nahrung. Irgendwo. Ja, und nun? Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Ja! Für Versager haben wir keine Zeit. Und Strindberg hatte seine Chance. Ich halte es für das Beste, wenn Sie an seiner Stelle den Aufbau der... Unsere Militärexperten haben die Minimalanforderungen der Armada für den geplanten... Anforderungen für Kriegsflotte erhalten. Produktion der Waffensysteme erfordert den... Übernehmen Sie Mr. Strindbergs Uranminen. Moment, was gehört jetzt mir? Der Mist hier oben. Brennelemente, Uranmine. Beschädigter Atomreaktor. Oh, nur Kacke wieder hier, ey. Oh, jetzt habe ich hier am Arsch der Welt wieder irgendeinen Kack stehen.
Da fehlt ihm die Unterhaltung. Die hätte der... Moment, wir haben eh die falschen Gebäude. Wir hatten nämlich gerade Echos. Bauen wir mal ein bisschen noch auf. Dann können wir nämlich wieder ein paar upgraden. Die kleinen Arbeiter der ganze Stolz der Firmen sind. Recht haben sie. Und können nochmal den ökologischen Effekt von dem hier oben verbessern. Oder auch von dem hier unten. Ach, lassen wir den erstmal ein bisschen in Ruhe. Dann kann er die Upgrades-Dinger durchziehen. Die Firma erwartet Ergebnisse. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Ja, ist ja eher, dass wir hier eine weitere Uranlage andocken, ne? Dafür brauchen wir hier aber Werkzeuge, Beton, Stahl, Baustoff. So, wir brauchen eh nachher ein neues Frachtschiff. Erwarte Ihren Befehl. Und wir haben natürlich hier noch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich überlege gerade, wofür das noch gut sein kann. Ich habe vorhin mit dem Vorstand telefoniert und von unseren Anfangsschwierigkeiten berichtet. Man hat zugestimmt, ihr Budget etwas aufzustocken. Die Credits wurden bereits auf ihr Konto gebucht. Danke. Ist aber in dem Fall total Latten. Kommunikationssysteme online. Okay, wir machen mal die zweite Werk. Werkzeugfabrik wieder an. So, jetzt haben wir den Fall, dass wir ja hier keine weiteren Upgrades mehr brauchen. Ach, wir kriegen ein Fischproblem, sehe ich gerade. Registriere neues Fahrzeug. Bom, 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 bom. Das ist wirklich was Lustiges. Also, dass es keine Überfischung gibt. Finde ich echt witzig. So, haben wir unser Frachtschiff. Ach, der hat auch nur 3 Slots. Ich dachte, der hat 4. Ja, dann nehmen wir auch noch eine Legacy mit. Also das Schiff Legacy hier. So. Sprengstofffabrik ist gut. Warendepot, Kohlekraftwerk. Dann haben wir hier oben die Kohleminen gar nicht verbunden mit Straßen. Wo ich mich auch frage, hast du was Falsches geraucht? Mein Guter. Dann hast du... Ach mein Gott, das sieht ja schrecklich hier aus. Warnung. Feueralarm. Potenzielle Ursache. Brandstiftung. Löschmaßnahmen dringend erforderlich. Zu spät. Ich habe nämlich nichts, was... Gefahr eliminiert. Ja, mag ja sein, dass es gefährliche Brandherde gibt. Aber. Was soll man machen? Da müsst ihr jetzt überall anfangen, hier die Feuerlöscheinheiten aufzubauen. Energieversorgung mangelhaft. Ja, das ist nämlich das andere, was dabei passiert. Wofür ich eigentlich auch keinen Nerv habe gerade.
Produktion gestoppt. Jetzt gib mir Informationen über genau die dämlichen Produktionsstätten, die mich null interessieren gerade. So viel dazu. Und wir brauchen auch noch Beton. Und das am besten hier bei dem... Mach doch einfach dahin. Check's nicht, Riker, wa? So, Schiffsflotte 2. Gut, dann selektiert er direkt aus der Schiffsflotte 1 die raus. Aktivieren wir mal eben hier die Reparatur. Ihr Auftrag? So, Eisen fällt, Kohle steigt, Stahl sinkt, das ist ja jetzt gerade durch die Produktion passiert. Was haben wir noch? Fertiggerichte bleibt wohl konstant, Plastik bleibt wohl konstant, also müssen wir dürfen echt nicht mehr weiter was aufbauen. Sonst kriegen wir echt noch ein Problem hier. Mit der Bevölkerung. Obwohl ich gerade sehe, wir haben nicht mal das Maximum an Tycoon-Arbeitern. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir zwischendurch zu wenig Fisch hatten. Sollte sich jetzt aber auch mal ein bisschen angleichen. Und wir können theoretisch eigentlich noch die Umweltbilanz nochmal einen Tick verbessern. Weil wir haben ja jetzt... Wartung. Epidemiewarnung. Gesundheitszustand der... Ah. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, erschaffen wir hier etwas richtig Großes. Genau. Epidemiewarnung. Und jetzt Krankenhaus setzen. Aber ist geil, von jetzt auf gleich haben wir irgendwelche Probleme. Verdammte Hacke nochmal. So, plus 1 Energie. Gehen wir gerade nochmal ein bisschen auf Windräder. Wo ich gerade mal gemerkt habe, dass wir noch ein bisschen Energie über Windräder generieren können. So, Eisenerz ist immer noch ein Problem. Obwohl wir jetzt von hier unten auch Eisenerz hochschicken. Egal, ist erstmal so. So, da haben wir den Beton, den sonstigen Kram. Gehen wir mal auf Tycoons Waffen. Genau, das zerstört natürlich auch wieder die Umweltbilanz. Strom haben wir aber genug. Produktion gestartet. Abbau von Uran so. Angelaufen. Produktion von schweren Waffen jetzt möglich. Schön. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, bis wieder heißt Let's Play Anno 2070. Bis dann, euer Doc. Ciao.